Dies ist ein Ex-Wolf. Ja, kommt, Leute, scheiß auf die Hawker. Oh, noch mehr Eisbären. Hallo. Wir gehen weiter. Macht euch keinen... Was habe ich gerade gesagt, du Scheißbär? Gesagt, wir gehen weiter. 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 Once and for all, it's gone. Wieso liegen hier tote Hawker? Egal. Hab ich schon mal erwähnt, wie schön es ist, eine Eisechse zu sein? Boah, warte mal, warte mal, warte mal. Boah. Look at this. It is snowing. Ja, genau. Ich friere ein, wie sich das gehört, aber ich spüre nichts davon. Ich weiß, alter Hut und so, aber... Ja, ich freue mich, dass ich es endlich mal hingekriegt habe nach all der Zeit des Gejammers. Isgramons Grab entdeckt. Oh, Sarah, ich lasse dich bald wieder zu Hause. Ist mir egal, wie gerne Inigo. Also, ich habe nichts gesagt, aber... Ich meine, hast du dir das Jammern selbst beigebracht oder warst du auf der Akademie? Mi, 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 mi. Wenn ich mich recht entsinne, dann steht hier gleich eine Statue von Isgramor. Die erst dann was tut, wenn wir, naja, die Axt zusammen haben. Ich würde dir ja gerne dein Schild geben, aber... Scheint gerade nicht so in zu sein. Hier ist nichts, da ist nichts und hier ist erst recht nichts. Okay. Na klar, da war gerade der Ausgang, aber... Bevor wir nicht drin waren, können wir nicht rauskommen. Die Logik erschließt sich einem, glaube ich. Okay, also noch weiter. Will ich erstmal hier zum Hinweis über Brand Sheen? Ja doch, ich glaube, ich gebe ihnen erstmal den Hinweisen nach. Wenn ich schon mal in dieser Ecke hier bin, dann kann ich auch sowas machen. Auch wenn der Weg nach Winterfest so natürlich etwas länger wird, aber sind wir mal ehrlich. Wir sind eh schon bei über 400 Folgen. Wer bis hierhin kein Durchhaltevermögen bewiesen hat, der wird sowieso nicht mehr weit kommen. Der ist noch nicht mal bis hierhin gekommen. Hallo Tiger, ich mag Katzen. Aua, ich sagte, ich mag Katzen. Da, guck, meine Frau, Katze. Jetzt bin ich so eingeekelt. Eben war ich so schön sauber. Jetzt ist der ganze Schnee irgendwie so eisig. Rot und bläh. Das ist ein komischer Talos-Schrein. Der sieht so tödlich aus, aus irgendeinem Grund. Komm ich hier irgendwo mal wieder raus aus diesem... Wohoho, sind das davon Nirnwurz oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Wohoho, komisches Geber. Die!
Ja, jetzt habe ich eine große Fresse bei diesem dummen Ratten hier. Okay, was wurde denn hier versucht? Rolle der Besänftigung. Rolle der Raserei. Ja. Rat mal, wer gewonnen hat. Wasseratmung. Kann ich schon. Was ich mich frage ist, wo sind die Leute, die das ausprobiert haben? Da vorne ist wirklich Nirnwurz. Alle Krankheiten geheilt. Ja, das muss ja immer mal wieder sein, ne? So oft wie wir hier im Eiswasser rumlaufen, ist das... Naja, nicht Bedingungen, aber manchmal gar nicht so blöd. Ich meine, ja, ich friere nicht ein, aber ich weiß nicht, ob ich schon gegen Erkältung gefeilt bin. Okay. Gibt es da hinten wirklich noch was? Auf dem weiten Meer? Sieht nach einer Insel aus. Kommt wer mit von euch? Tschüss, Leute. Ich kann's jetzt. Also tu ich's. Boah, ich hätte das so viel früher machen sollen. Hm. Interessanterweise, je näher ich komme, desto weniger sieht es nach komplex aus. Ich könnte jetzt theoretisch weiter Schollenhüpfen machen. Nee. Spätestens hier wäre ich aber ziemlich tödlich gefangen. See what I mean? Musik nur das Außenposten? Okay. Was ist das da vorne, was ich gesehen habe ursprünglich? Weiß keiner, ne? Guck mal, da vorne ist der Sandcrawler aus Star Wars. Salat abgesoffen? Scheint so. Folge niemals einer Echse, wenn du es nicht auch kannst. Wow, Leute, way to go. What the fuck? Bin ich hier? Warum bin ich hier? Wer ist dies dort unten? Hallo? Grabt, Dwemer, in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Was führt euch an diesen abgelegenen Ort, der Herr? Ah, das Eis kerkert das Herz ein. Der Fluch von Kagrenaz und Dagot Ur. Es zu meistern heißt, das Wissen zu besitzen, die Fundamente, die Dwemer-Schatulle verbirgt es vor mir. Die Schriftrolle der Alten verschafft Einblicke, die tiefer sind als die Tieflinge, um die Öffnung herbeizuführen. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten hier? Ich habe genug gesehen, um ihre Struktur zu erkennen. Die Krümmung der Luft, die Faltung der Zeit. Aber nein,
Eine solche besitze ich nicht. Und wo ist diese Schriftrolle? Hier. Nun, hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Nun, wo ihr recht habt, habt ihr recht. Könnt ihr mir denn helfen, diese Schriftrolle der Alten zu bekommen? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Septim? Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemerstädte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und wird geheimes Wissen. Wo liegt denn diese Schwarzweite? Klingt interessant. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Helle, beim Turm von Sarg, Alftand. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Und wie gelang ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Okay. Ich überschreibe das Lexikon. Warum nicht? Okay, was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dreamer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Alter Mann, siehst du an mir Ohren? Naja, und der Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen oder auch den Verstand, wie im Falle von Septimus. Die Dwemer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, raus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Glüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück, auf das Septimus von neuem lesen möge. Ah, ja, okay. Und wozu braucht ihr eine Schriftrolle der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen.
diese Dremer-Schatulle. Betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Boah, langsam pennt meine ganze Gruppe ein. Aber okay, für alle, die es nicht wissen, erklär doch bitte noch einmal, was so eine Schriftrolle der Alten ist. Übersetzt übrigens Elder Scroll, ne? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten, im Strom der Zeit, blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn ist jetzt aber auch erstmal zu Ende, ne? Ich danke für das Gespräch, Septimus Signus. Und muss mir erstmal mein Hirn waschen gehen. Boethias Prüfung. Aha. Okay. Kommt mir so vor, als hätte man das Buch schon mal in der Hand gehalten. Naja, kommt Leute, wir gehen. Ist mir gerade, nee, wir gehen. Wo ist die Sarah? Da habe ich mich jetzt hinter der Leiter eingeladen. Nee.